Hallo, hier ist wieder Xi, Experte mit Mega Man 5 für den Game Boy. Heute mit dem Level von Terra. Unserem Widersacher, wegen dem wir extra unseren Buster gegen einen. Gegen den sogenannten Mega Arm. Eingetauscht haben. Was? Okay, Filmsequenz. Gleich geht der Boden kaputt und wir landen direkt vor Terra, nehme ich an. Das ist komisch. Da ist nichts. Hier ist nichts. Ja doch, eine Bosstür. Geh doch mal durch. Und... Es ist lange her, Mega Man. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich in einem Stück wiedersehen würde. Aber darum geht es nur nicht. Ich werde dich zerstören, wie ich es zuvor getan habe. Und meine gefallenen Kameraden rächen. Dunkler Mond, greif an! Oder ja, Dark Moon in dem Fall als... Was kommt denn jetzt wieder? Nein! Dark Moon nennst du das? Das ist für mich ein Yellow Devil! Da ist er ja wieder! Na komm, zeig dich! Alter Kumpel! Ja! Der Yellow Devil! Wie ich mich freue, dich zu sehen! Altes Scheusal! Ist das schön! Das alte Scheusal ist wieder da. Meine Güte, ist das schön. Nein, damit treffe ich den sowieso nicht. Ach, ist das schön. Der Yellow Devil ist wieder da. Oh. Nee, also ich freue mich echt, ihn wiederzusehen. Der ist ja bei den meisten verhasst, aber... Ich mag den Yellow Devil. Der ist mir... Ich mag den als Gegner total gern. So. Seine Schwäche ist übrigens Mars und... Ich benutze sie nicht. Weil ich es nicht möchte. Also ich meine... Wir hatten ja jetzt hier kein mordsnerviges langes Level vorher. Daher habe ich kein Problem damit, den Gegner einfach so zu probieren. Schon alleine deswegen, da ich davon ausgehe, dass ich ihn mit meinem Mega-Arm wieder ziemlich stark beschädigen kann. Und ich habe hier hinten eine ziemlich sichere Position, fällt mir auf. Aber naja, dann ist dem eben so. Mach dein Auge auf. Ach so, na gut. Dann eben nur mit normalen Schüssen. Habe ich auch kein Problem damit. Mache ich ja auch genügend Schaden. Den Yellow Devil kann man wenigstens... Also, Entschuldigung, Dark Moon. Kann man ja wenigstens anständig damit treffen. Im Vergleich zu... seinem... Kollegen, der ganz ähnlich funktioniert und Yellow Devil heißt. Ach ja. Naja, aber es ist echt schön, dass wir den wieder benutzt haben. Weil der Yellow Devil meiner Meinung nach eine wirklich sehr, sehr gute, funktionierende und auch passende, im Normalfall passende Kampfstrategie hat. Es ist zwar immer wieder dasselbe, aber ich sag's mal so, es ist halt so ein Gegner, den muss man erst lernen. Und wenn man ihn gelernt hat, dann hat man auch keine so große Schwierigkeit dabei, ihn zu besiegen. Und dagegen habe ich definitiv nichts. Ein Gegner muss nicht zwingend schwer sein. Er soll interessant sein. Ein schwieriger Gegner ist nicht zwingend interessant. Ein schwieriger Gegner kann auch einfach nur nervig sein.
Aber ein interessanter Gegner ist ein Gegner, den man immer wieder gerne bekämpft. Und das ist der Yellow Devil für mich. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass da gleich noch irgendwas kommt. Wahrscheinlich kommt Terra dann nochmal persönlich daher. Und möchte uns persönlich die Leviten lesen. Aber für den Fall habe ich ja trotzdem noch meine Energietanks. So. Jetzt wollte ich gerade sagen, du zerfällst jetzt aber bitte nicht in derselben Geschwindigkeit weiter. Das dachte ich schon, der nimmt sich irgendeine Fähigkeit. Willkommen zurück, Mega Man. Ich habe gerade eine schockierende Nachricht. Es kam gerade eine schockierende Nachricht heran. Die Star Droids benutzten die Ressourcen der Erde, um eine noch stärkere Generation von Robotern zu kreieren. Wenn sie eine Wenn sie eine volle Offensive beginnen, sind wir schnell Geschichte. Sind wir schnell besiegt. Ich bin mir nicht sicher, was wir tun können. Dr. Light. Wir müssen jetzt zuschlagen. Wenn du Rush für den Transport im All umbauen kannst, können wir einen Überraschungsangriff versuchen. Und sie ausschalten. Okay. Ich fange sofort damit an, Rush zu modifizieren. Und gebe ihm einfach ein bisschen extra Angriffskraft. Das wird etwas dauern. Also warum gehst du nicht warum tauschst du in der Zwischenzeit nicht deine P-Chips gegen Gegenstände ein? Wie viel kostet der da? Naja, mit 16... Ja. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja, muss ich ja wohl, ich habe nur noch 16 Punkte. Ja. Ach, viel Glück. Nochmal sehen. Ja gut, also das ging jetzt gerade relativ schnell. Einen Kampf machen wir noch. Oder ein Level. Dann gehen wir mal in die Offensive. Ab ins All. Da waren wir ja Gott sei Dank noch nie in einem Game Boy Mega Man Teil. Jetzt bin ich gespannt. Ah. Neue Gegner. Moment. Das ist nicht Neon Tiger, oder? Das sieht ihm aber verdammt ähnlich. Das könnte... Also die beiden hier sehen verdächtig nach Gegnern aus Mega Man X 3 aus. Und dann möchte ich doch Blizzard Buffalo erstmal besiegen. Das ist dann sehr wahrscheinlich Pluto? Nee, Uranus. Oh, doch kein Eisgegner. Ja, wie gesagt. Die Sache mit Dark Moon ging jetzt etwas sehr schnell. Da kann ich dann schon noch ein Level draufpacken. Warum denn nicht? Mehr P-Punkte, P-Chips. Eine Robbe. Was war das denn gerade wieder? So, mit Rush Coil hier hoch und dann, naja, wahrscheinlich mit Mars Waffe das Ding nicht zerstören. Wozu haben wir denn eine Bombe? Das andere Zeug wird uns alles nichts bringen, oder?
Neptuns Salzwasser. Nein. Hatte ich auch nicht anders erwartet. Aua. Ja gut, dann gehe ich halt runter. Ah, okay. Und schaut dabei nochmal das Blöde, das Ding. Diesmal lasse ich mich nicht von dir verarschen. Das Problem ist, ich muss hier später definitiv nochmal rein, weil ich diese Felswand kaputt machen muss. Aha. Läuft gerade nicht so, wie es soll. Interessanter Zwischengegner. Nein! Oh Gott! Sag mal, wie oft soll ich dir eigentlich noch ins Ge... Wie oft soll ich dir eigentlich noch ins Gesicht schlagen, wollte ich gerade sagen. Ja, mit den P-Punkten. Danke für die Energie, ich kann sie gut brauchen. Hier sieht alles so kaputt aus. Mhm. Das kenne ich aber noch aus dem letzten... Ja. Das kenne ich noch aus dem letzten Mega Man Teil. Aber komm, also jetzt wird... Je weiter ich dieses Spiel spiele, desto mehr wird mich interessieren, ob dieser Teil vor oder nach dem siebten klassischen Mega Man Teil herauskam, denn diese Ideen, die wir hier haben, das ist eigentlich ja doch. Moment, ich hasse diese Lenkung aus ungeraden Mega Man Teilen. So, den letzten bauen wir uns zusammen. Her damit. So, unsere Waffe reicht ewig weit. Macht extrem viel Schaden. Ja, hier ist auch wieder dasselbe Problem. Hier fehlt mir die Waffe. Ja, damit. Dankeschön. Nee, so hier muss ich definitiv nochmal rein, um diesen Gegenstand zu holen. Weil ich mir sehr sicher bin, dass ich hier diese vier Juwelen erhalte. Das sah zumindest sehr danach aus. Auch schön, diese Plattformen. Erinnern halt ein bisschen an Yoshi's Island.
So geht das. 1, 2, 3, wupp. 1, 2, 3, wupp. Ja, okay. Dann bauen wir den halt nicht zusammen. Dann hole ich mir einfach so. Oder auch nicht. Dann muss ich halt Rush Call benutzen. Jetzt habt ihr gefälligst nicht so. Sag mal. Also ganz ehrlich, wer sich diese Armverbesserung nicht holt, der macht irgendeine... Der hat sich da irgendeine Aufgabe gestellt bei diesem Spiel, oder... Okay. Oder er weiß es einfach nicht. Das ist natürlich auch möglich. Au. Ach, den kann ich die ganze Zeit erwischen. Ich die ganze Zeit erwischen kann, vor allem wenn ich ihn totkneifen kann. Dankeschön. Und da sind wir beim Endgegner. Okay, bin meins. So, hier haben wir sowieso keine Waffen, das heißt, wir müssen den Gegner sowieso so besiegen. Oh oh. Oh oh oh. Diese Brocken sind gefährlich danach. Ja. Hallo, Gutsman. Was? Natürlich ein Gegner, der mich sofort töten kann. Was zum Teufel? Ja, der ist gefährlich, solange man nicht weiß, dass er einen sofort töten kann. Ansonsten ist der billig. Einfach. Da habe ich den Gegner überschätzt. Und zwar deutlich. Aber es sind neue Gegner mit neuen Fähigkeiten. Also in der Hinsicht ist es schon mal auf jeden Fall sehr lobenswert. Denn wir hatten sowas noch nicht. Wir hatten keinen Gegner, der einfach mal eben sein Umfeld derartig benutzen kann. Wir hatten auch noch keinen Gegner, der es einfach mal zufällig solche... Ah, das ist quasi... Moment. Dieb, Digga. Na gut. Ja, gut. Dann... Ja, ins Labor brauchen wir nicht. Wozu denn? Na gut, na gut, na gut. Dann werden wir uns beim nächsten Mal... Um wen kümmern wir uns denn? Wen kann man denn gut mit Steinen abwerfen? Ach, werfen wir mal den hier mit Steinen ab. Vorher werde ich mich aber nochmal in dem Level umsehen. Ich möchte natürlich diesen Kristall haben. Und würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mega Man 5 für den Game Boy. Ich bin Xy. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.